Wir wollten unbedingt an einem ungewöhnlichen und schönen Ort Musik produzieren, wo noch keiner von uns vorher war. Und wo wahrscheinlich die meisten auch gar nicht dran denken, dahin zu fahren. Und das waren dann eben die baltischen Staaten. Von der technischen Seite her in einem Bus irgendwo in der Natur Musik zu produzieren, ist einfach was ganz Seltenes. Und dadurch, durch diese Ausnahmesituation, wurde auf jeden Fall total viel freigesetzt, von dem man davor auch gar nicht genau, also es war überhaupt nicht berechenbar. So dieses Zurückschrauben an Equipment und nicht das ganze Studio, die ganze Farbpalette zur Verfügung zu haben während dem Produktionsprozess und während dem Schreibeprozess, war auf jeden Fall kreativ fördernd. Dadurch, dass man den Fokus dann für länger auf eine Sache mal legt und vielleicht auch dadurch seine Angewohnheiten, wie man normalerweise schreiben würde oder wie man normalerweise im Studio produzieren würde, einfach über den Haufen schmeißen muss. Also ich glaube definitiv, dass das, was auf dieser EP entstanden ist, hätte nicht in einem anderen Studio so entstehen können. Und diese ganze Atmosphäre und den ganzen Vibe, den wir in diesen Wochen hatten, der ist auf jeden Fall in die Musik eingeflossen. Also für mich war das Gefühl, in der großen Freiheit zu sein und immer draußen zu sein und viel Raum zu haben, ist definitiv schon in die Musik eingeflossen. Weil wir uns immer frei gefühlt haben, jetzt das zu machen, was gerade sich richtig anfühlt, aber auch das zu lassen, was sich nicht gut anfühlt. Und dann vielleicht ins Meer zu springen oder vielleicht noch einen Kaffee zu trinken und auch diese zeitliche Freiheit zu haben und gleichzeitig auch diese räumliche Freiheit, war unglaublich inspirierend für den ganzen Prozess und demnach auch für die Musik, die auf diese Platte gekommen ist. Beim Beispiel Palmy Clouds war es einfach, dass wir wirklich abends, wir saßen da bei Sonnenuntergang oben am Waldrand auf einer Klippe, hatten da die Synthesizer aufgebaut und es war irgendwie wunderschönes Wetter den ganzen Tag. Dann haben wir irgendwie unseren ganzen Kram aufgebaut und Eli hat angefangen, ein paar Akkorde zu spielen auf dem Keyboard und es hat einfach perfekt so in dieses in dieses Bild reingepasst, da noch zwischen den Bäumen, im Hintergrund geht die Sonne unter, man hört das Meer rauschen, irgendwie das Licht ist irgendwie super schön, das Licht war immer irgendwie super schön, also und all die Ideen, die dann quasi gefolgt sind auf die ersten Akkorde, die Elis Idee dann waren, also wir hatten direkt irgendwie eine Gesangsline, dann David wusste sofort, was er singen soll, ich hatte irgendwie direkt eine Idee auf dem Bass und es hat alles sofort miteinander harmoniert und dann hat Eli noch ein Beat zusammengeschnitten. Es ging alles sehr schnell und es ist heute noch so, dass wenn ich den Song höre oder wenn wir den Song spielen, auch auf der Bühne, denke ich dann irgendwie an diesen Sonnenuntergang und sehe genau irgendwie, wie wir da hinter dieser Synthesizer- und Effektburg mitten im Wald hängen irgendwie und trotzdem da gerade so Musik produzieren können. Zu
zu dem Zeitpunkt gab es uns tatsächlich ja auch erst ein Jahr. Circa ein Jahr. Und wir hatten davor schon Musik zusammen gemacht, aber auf so eine intensive Art und Weise waren wir auch noch nicht zusammen unterwegs. Das war natürlich auch für uns dann nochmal spannend, uns in solchen Situationen dann erstmal so richtig nochmal kennenzulernen. Und auf solchen Reisen lernt man sich einfach nochmal auf eine andere Art und Weise kennen. Letztendlich haben wir so viel Zeit miteinander verbracht und das Ganze dann auch noch mit Musikproduktion und Songs schreiben und auch Texte schreiben verbunden, dass wir uns wirklich auf eine ganz andere Art und Weise nochmal neu kennengelernt haben. Was zum Beispiel auch in so einem Text wie Photographs dann aufgenommen wird und auch verarbeitet wird auf eine Art und Weise. We share nothing.